Ich bin zum Doktor und ich habe gar nichts gespürt. Ich habe nicht gemerkt, es tut mir etwas weh. Bei Männern wird es einfach vorausgesetzt, dass sie funktionieren. Die Erwachsenen häufig laufen die im Prinzip am Anfang fast wartungsfrei und man merkt eigentlich gar nicht, dass es Gesundheit gibt, weil sie einem gar nicht beschäftigt. Die Frage, die sich häufig stellt, ist, was kann ich denn machen? Man kann einmal einfach einen gesunden Lebensstil haben. Das bedeutet einerseits mal eine ausgewogene gesunde Ernährung und wenn es geht, körperliche Aktivität, also eine gewisse sportliche Tätigkeit. Es lohnt sich grössenordentlich im Alter von etwa 40 bis 50 mal langsam an die ärztliche Vorsorge zu denken, dass man dort gewisse Sachen nachher überprüfen kann. Für so einen Check geht man am besten zum Hausarzt und der wird einem den körperlich untersuchen, befragen und wird dann sicher einen Blutdruck messen, um zu schauen, wie der Blutdruck ist und wird noch gewisse Blutwerte bestimmen. Das ist in der Regel ist das ein Blutbild und das werden Blutfett sein, also das Cholesterin und Fett im Blut, weil das sind wichtige quasi Vorsorgeuntersuchungen. Und dann noch der Prostatawert kontrolliert, das ist der PSA-Test. Das häufigste Problem bei den Männern um die 40 bis 50 sind dann effektiv die Herz-Kreislauf-Krankheiten, die anfühlen. Also das sind dann Probleme mit Herzinfarkt vor allem oder Herzprobleme. Als nächstes kommen dann noch die Krebserkrankheiten. Im Moment redet ganz viel von sogenannter personalisierter Medizin. Unsere App, die wir haben, die Prostate-Check-App, das ist ein Kalkulator, wo man berechnen kann, wie gross ist sein individuelles Risiko für Prostatakrebs. Als ich den Befund hatte, Prostatakrebs, hatte ich zuerst das Gefühl, ja gut, das haben andere auch schon gehabt und das sollte man irgendwie beheben können. Das kann sehr harmlos sein, der Krebs, dass man das einfach beobachten kann. Es kann aber auch ein gefährlicher Krebs sein, wo man dann wirklich schnell handeln muss. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und das wird dann im Einzelfall eben mit dem Betroffenen und mit dem Spezialisten schaut man das dann zusammen an. Das ist immer die erste Frage. Wie hast du das festgestellt? Und alle haben hinten im Kopf haben sie eigentlich das Gefühl, ja, ich sollte auch einmal das gehen suchen. Das wäre eben wichtig.